Ein Kunde kommt auf mich zu und sagt, hier Thomas, ist eine Liste von 1000 Firmen. Ich weiß, die haben alle Microsoft im Einsatz. Ich hätte gerne von dir mit jedem dieser Firmen, deren IT-Leiter, dass du für mich einen Termin machst. Ja, ich würde denen gerne ein paar Dienstleistungen verkaufen, ein bisschen Softwareentwicklung. Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist Thomas Klein, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung B2B für die IT-Branche, Softwareentwickler, IT-Dienstleister und Berater und auch Positionierung und Skalierung. Ja, wir verkaufen hier ein Gesamtpaket, das heißt den End-to-End-Prozess vom ersten Point of Contact, also Cold Call bzw. Cold Ad, ja, oder auch Suchanfrage über Google. Ja, das sind letztendlich die drei Wege, ja, wo du primär Kundenanfragen generieren kannst. Ja. Also kalte Leads, warme Leads, ja, Remarketing-Leads, Wiedervorlagen, Pipelining, Nurturing. Alle Themen decken wir ab für die IT-Branche, insbesondere IT-Dienstleister und Softwareentwickler. Und da hatte ich eben unlängst einen Kunden, der hat sich auf Microsoft spezialisiert. Da ging es um einen Markt, also um einen ausländischen Markt, aber es ist ja jetzt egal. Es war also ein paar Länder, die jetzt nicht mal Deutschland betreffen, aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Und er hat gesagt, hallo hier, ich habe hier eine Liste von, es gibt insgesamt, ich glaube in Deutschland sind es ungefähr, ist jetzt egal, auf jeden Fall, er hatte ungefähr eine Liste von 1000 Firmen und die hat er eben preselektiert aufgrund von Branche, Größe und Systeme im Einsatz. Das sind so diese Standardthemen, wo man quasi seine Listen vorselektieren kann und segmentieren kann, so dass es eben dann auch mal die Kaltakquise oder auch alles, was man danach macht oder ob man die jetzt halt auf LinkedIn hochlädt, dort Werbeanzeigen stellt oder was auch immer, ja, wir dann entscheiden zu tun und in welcher Reihenfolge. Ist immer, wenn man also quasi seine Zielgruppenaufgaben macht, also seine Hausaufgaben bezüglich der Zielgruppe, ist immer sehr, sehr gut. Und dann hieß es eben vom Kunden an uns, machen uns mal Termine mit den IT-Leitern von all diesen Firmen. Okay, so viel, so weit, so gut. Und wahrscheinlich, wenn du zum Beispiel jetzt auch aus der Branche bist oder auch schon Marketing- und Sales-Erfahrung hast, B2B-Leads generieren für IT-Dienstleistungen und Softwareprodukte etc., dann sind in der Regel, ist der IT-Leiter immer so eine Art Schlüsselfunktion in den größeren potenziellen Accounts. Also Accounts meine ich jetzt Firmen, die du als Neukunden gewinnen möchtest. Und IT-Leiter heißen manchmal auch anders. Die heißen manchmal auch CIO bei den größeren Firmen, ja, oder Bereichsleiter IT oder Abteilungsleiter IT. Aber letztendlich reden wir jetzt immer von einem IT-Leiter. Wenn ich sage IT-Leiter, bei den größeren Firmen gibt es unterschiedliche Kategorien von IT-Leitern, aber wir reden immer von diesem, von der IT-Abteilung als solches. Manchmal bei den ganz großen Firmen, bei den Konzernen, ist dann letztendlich die IT-Abteilung eine komplette Gesellschaft, eine Tochtergesellschaft. Ja? Und auch da gibt es dann wieder einen CIO und auch verschiedene Bereichsleiter und Abteilungsleiter. Also immer wieder dieselben Strukturen, nur eben je nach Unternehmensgröße, ob jetzt das Unternehmen 50 Millionen Euro Umsatz macht mit ein paar hundert Mitarbeitern oder 20 Milliarden mit ein paar 10.000 Mitarbeitern, ist eben die Struktur ein bisschen anders. Aber letztendlich ist der Kern immer die IT-Abteilung. Nur, und jetzt kommt das große Aber, das große Fragezeichen, hängt das natürlich sehr stark von dem ab, was du konkret verkaufen möchtest. Welche Art von Dienstleistung, welche Art von Software-Dienstleistung und Softwareentwicklung. Was wir gelernt haben, das ist ein unfassbar wichtiges Learning aus den letzten Jahren, weil ich bin es auch gewöhnt gewesen, ja, tausende von IT-Leitern mit meinen Teams sozusagen immer wieder abzutelefonieren. Also ich habe ja schon in der Vergangenheit, wir reden jetzt sehr weit zurück in die Vergangenheit, Teams geleitet, wo wir quasi IT-Security-Software, Antivirus-Software, CAD-Software, Adobe-Software, alle möglichen Softwares verkauft haben. Und da waren es halt immer die IT-Leiter in der Regel. Natürlich in Kombination mit Fachabteilungen. Und hier kommen wir schon in das Thema rein, wo ich sagen muss, es gibt Fälle, wenn du zum Beispiel ein Anbieter bist oder eine Softwarebude und dein Portfolio
ist letztendlich individuelle Softwareentwicklung im weitesten Sinne. Und ich möchte jetzt gar nicht mal so spezifisch runtergehen. Dafür bitte bei uns auf jeden Fall einen Call buchen. Dann können wir da mal eine halbe Stunde gratis und kostenlos mit dir tiefer reingehen. Ja, was ist denn genau deine Spezialität? Was ist denn genau dein Portfolio? Ist es Frontend Angular React oder ist es Backend Java oder whatever? Oder ist es ein .NET Framework? Bist du einfach nur spezialisiert auf Microsoft, so wie in dem Fallbeispiel, wo ich gerade genannt habe? Ja. Ist es jeweils wieder ein bisschen unterschiedlich und da müssen wir einfach mal ein bisschen tiefer ran und eine Marketingstrategie mit dir ausknobeln und bitte schön immer eine Marketing- und Vertriebsstrategie zusammen ausknobeln. Wie ich schon eingangs gesagt habe, wir bieten einfach eine kompakte Lösung an für unsere Kunden. Wir lassen jetzt nicht einfach eine Marketingstrategie alleine so dastehen, als auch nicht einfach eine Vertriebsstrategie so alleine so dastehen. Denn diese zwei Dinge in unserer Zielgruppe, also meine Zielgruppe, die IT-Branche, gehören zusammen wie Hänsel und Gretel. Ja, es gibt keine Geschichte. Oh, sorry. Es gibt keine Geschichte ohne, also die, wie war das jetzt, Hänsel und Gretel. Die Geschichte gibt es nur mit Hänsel und Gretel. Ja, es gibt keine Geschichte nur mit Hänsel oder nur mit Gretel. Ja, dann wäre es eben nicht die Geschichte von Hänsel und Gretel, die jeder kennt. Und genauso ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, gehört eben Marketing und Vertrieb auch zusammen. Ja, ich bin, glaube ich, etwas über die Zeit, da wollte jemand in den Meetingraum. Okay. Okay. Nichtsdestotrotz, ich bin ja hier ein routinierter Videoaufzeichner und YouTuber, ne, bringt uns das überhaupt nicht aus der Rolle. In diesem Fall war es eben genau so, dass man sagt, da drüben ist noch ein Meetingraum, also keine Angst, war es eben so, dass der besagte Neukunde, also Interessent, jemand, der mit mir einen Auftrag generieren wollte, hier ganz gezielt seine Dienstleistungen auf Firmen anzubieten, die Microsoft im Einsatz haben, aber eher eine sehr individuelle Lösung angeboten hat, also in seinem Portfolio hat er letztendlich Customized Software im Sinne von, ja, also nicht jetzt einfach irgendwie Office 365 oder sowas, ne? Sondern da ging es um, sagen wir mal, Power BI und so andere noch Geschichten, ja? Also spezielle Sachen, die ich jetzt nicht darauf eingehen möchte, weil das letztendlich auch noch, sagen wir mal, sehr aktuell und frisch ist und da möchte ich jetzt aber einfach nicht irgendwelche konkreten Sachen ausplaudern, das ist ja auch völlig klar. Ja, wenn du bei mir uns einen Termin buchst, dann würde ich ja auch nicht die Sachen, die wir besprechen, hier in Detail ausplaudern. Aber in dem Fall war es so ein ausländischer Markt, also da ging es gar nicht um den Dachbereich, also letztendlich was sehr Spezielles, ja, und ein sehr kleines Land und ein sehr kleiner Markt, ja, hoch im Norden, ja. Und letztendlich ging es darum, dass IT-Leiter in dem Sinne gar nicht mal so die Nummer 1 Ansprechpartner waren. Und das haben wir dann eben erst im Zuge der Strategie-Session gemeinsam herausgefunden, respektive fortfolgend in den folgenden bezahlten Workshops, die wir eben dann gemacht haben, einstündige, zweistündige Workshops, die ich anbiete jeweils, ne, kann man sich bei mir auch automatisiert buchen über Digistore 24, lasse ich dir gerne einen Link zukommen, wenn du Interesse daran hast, aber erstmal buch dir gerne bei uns einen kostenlosen Termin, halbe Stunde und dann schauen wir uns das mal genauer an, denn eventuell sind für dich die IT-Leiter gar nicht die Primärzielgruppe. Ja, also nochmal, kenne deine Zielgruppe und viele kennen ihre Zielgruppe gar nicht. Die denken, okay, IT, ich bin in der IT-Branche zu Hause, ich biete Softwareentwicklung an, also muss ich die IT-Leiter sind meine Zielgruppe. Manchmal sind es gar nicht die IT-Leiter. Die haben manchmal mit deinem, was du machst, gar nichts zu tun, sondern es sind andere Abteilungen, ja, die letztendlich für die Softwareentwicklung in diesen Firmen zuständig sind, die eigens dafür gebildet wurden, eigens dafür aufgebaut wurden oder geplant sind aufzubauen, wo du dann mit unterstützen kannst, beziehungsweise du als Externer komplementär mit deinem Team verschmolzt mit dem internen Team eben dort intern eine große Softwareabteilung eben aufbauen kannst. Es gibt hier unterschiedliche Szenarien, wie du deine Dienstleistung als Softwareentwickler externer Dienstleister anbieten kannst. Und wenn du hier, wie ich dir immer jedem empfehlen würde, eine langfristige Zusammenarbeit mit so einem neuen Kunden dann anstrebst, dann kann das sozusagen ein Customer Lifetime Value werden, der 6-7-stellig wird. Also du kannst mit dem jahrelang sehr
auf fruchtbarem Boden sehr, sehr viele Bäume pflanzen und dann eben immer wieder Früchte ernten und immer wieder neu säen und eben stark wachsen und deine Softwarebude hoch aufskalieren. Ja, stetig, aber ja, bewusst, also nicht jetzt super auf 300% jedes Jahr oder irgendwie sowas, sondern einfach immer 30%, 40%, 50% vielleicht jedes Jahr. Ja, ich weiß, viele, die zu mir kommen und wollen skalieren, die sagen immer, ja, ich mache jetzt 500k oder mein Plan ist dieses Jahr 500k, nächstes Jahr 3 Millionen, dann 9 Millionen, also immer doppelt. Klar, das ist möglich, aber ich sag mal, wenn du jetzt ein Business hast, das sich jedes Jahr um 50% wächst und du bringst ein bisschen Geduld mit, bist jetzt noch keine 60 Jahre alt, ja, dann bist du auch in 5 Jahren Multimillionär auf jeden Fall. Ja? Also vielleicht sogar schon viel früher, vielleicht schon 3 Jahren eigentlich. Ja? Also je nachdem, wie du halt wieder dann wirtschaftest und deine Margen sind und so weiter. Also hierzu dann auch nochmal gerne ein paar Videos von mir auf YouTube dann anschauen zum Thema Margin. Weitere Videos eben, die ich hier auch zum Thema Micro Sales Qualified Lead, was es ja genau ist und Sales Qualified Opportunity. Ja, wie wir unsere Kunden da eben ranführen, dass sie die eben dann erhalten. Okay, ich hoffe, das Video konnte dir mal wieder ein paar Impulse geben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und gib dem Video einfach mal einen Daumen hoch, ja, und abonniere den Kanal, ja, und auf alle Fälle auch mal teilen mit deinen Mitarbeitern oder mit anderen Kollegen oder mit deiner Ehefrau oder wem auch immer, ja, dann einfach mal, ja, schauen, wer vielleicht noch Interesse hat, dieses Video zu gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, Happy Hunting und zieh durch. Ja, zieh durch in den Momenten, in den Tagen, wo es eben nicht ganz so einfach ist. Ja, erst recht Gas geben. Bis dahin, ciao.